Hast du schon mal eine Skitour gemacht oder einen Skistock vergessen? Da kann man eigentlich gleich wieder umdrehen. Beim Raufgehen fehlt dir einfach die Stabilität und der Schwung und beim Runterfahren das Gleichgewicht und ein Stock ist einfach super wichtig. Dass du überhaupt einen Skistock dabei hast, ist dabei aber genauso wichtig, wie dass du den richtigen Skistock auf deiner Skitour dabei hast. Und wie du den findest, das wissen die Experten von Leki. Ein Skitourenstock ist für mich beim Skitouren genauso unabdingbar wie der Ski selber. Ich brauche ihn, ums Gleichgewicht zu halten und als Hilfe, um schnell einen Berg hochzukommen. An einem Skitourenstock dran ist oben angefangen der Griff, ergonomische Grifffläche zum Umgreifen, auch beim Spitzkehren gehen als Helfer, aber auch in der Abfahrt mit einer schön griffigen Kontaktfläche. Dazu eine Schlaufe, dass man seinen Stock nicht verliert. Dann die Griffverlängerung zum Umgreifen, wenn man auch am Traversieren ist, dass man die Möglichkeit hat, tiefer den Stock zu greifen. Hier auch eine Struktur, dass man immer Kontakt zum Stock hat. Dann ein Verstellsystem. Hier kann ich die Länge des Stockes variieren. Einfaches und sekundenschnelles Umstellen der Länge. Der Teller, bei uns mit zwei Features ausgestattet. Ich kann extrem schnell die Steighilfe meiner Tourenbindung umstellen, habe dazu diesen kleinen Hook und auf der anderen Seite die größere Fläche zum Freikratzen meiner eventuell vereisten Steigfälle. Bei der Wahl deines Skitourenstock was falsch machen kannst du nicht wirklich, aber du kannst extrem viel richtig machen. Du musst dir sicher sein, welche Länge brauche ich, welches Material möchte ich haben und welcher Typ Skitourengeher bin ich. Wir bei Leki haben drei verschiedene Stockarten für den Skitourenbereich. Zum einen der Fixlängenstock, extrem leicht für den speedorientierten Skitourengeher und auch Wettkampfstock. Dann haben wir Faltstöcke, wie der Name schon sagt, faltbar, daher extrem kleines Packmaß, kann auch einfach am Rucksack bei zum Beispiel Kletterpassagen verstaut werden. Und als dritte Kategorie haben wir die Teleskopstöcke als Zwei- und Dreiteiler-Version. Sehr robust und in der Länge individuell verstellbar. Den Faltstock würde ich auf jeden Fall dem Skitourengänger empfehlen, der auch sicher hochalpin im Gelände unterwegs ist, auch mal Kletterpassagen enthalten hat und den Faltstock klein zusammengefaltet am Rucksack transportieren kann. Vorteile: extrem leicht und stört nicht, wenn ich ihn zusammengefalten habe. Einen Teleskopstock würde ich eigentlich jedem Skitourengänger empfehlen. So ein bisschen der Alleskönner unter den Skitouren stecken. Sehr robust, kann aber auch die Länge verstellen. Zweiteiler, sicher ein bisschen robuster, allerdings vom Packmaß größer. Dreiteiler kann ich extrem klein zusammenfalten und auch bei einer Anreise, zum Beispiel mit dem Zug, easy an meinem Rucksack verstauen. Mein persönlicher Favorit unter unseren Skitourenstöcken ist ganz klar der GuideLite 2 Carbon. Sehr, sehr leichter Stock, höhenverstellbar und durch sein aramidverstärktes Unterteil wahnsinnig robust und auch bei Hochtouren ein immer zuverlässiger Partner. Überleg dir, welcher Typ von Skitourengeher bist du? Welche Touren machst du am meisten? Und dahingehend abwägen, ist für dich ein Faltstock das Richtige, Teleskopstock oder doch der Fixlängenstock, weil du eigentlich nur schnell auf der Piste unterwegs bist.